Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem lang ersehnten neuen Video. Oh, da kommt eine kleine Triade aus dem Wald raus. 9 Zoll weg vom Pfeil. 9 Zoll weg vom Pfeil. Hallo. Hallo. Neues Battletome, Sylvaneth. Richtig. Bobby ist auch dabei. Lange ja. Ersehnt, der freut sich ja schon seit gefühlt 2 Monaten. Ist jetzt schon hier. Ich habe es ja schon fast wieder aufgegeben irgendwie. Ich hätte ja so gerne auch das Turnier mitgespielt mit denen hier. Was morgen, übermorgen ist das Turnier heute. Richtig. Kommt, ne? Also wird leider nichts. Das stimmt. Also ich habe ja letzte Woche erfahren, also hat das einer erzählt, auf der Deutschen Meisterschaft bei den Gelsenkirchen, da meinte einer, der hat den Grund rausgefunden, warum das so spät war. Und zwar ist in China, der lacht schon, in China ein Container, also ein Schiff untergegangen, wo der Container, die Bücher und das alles drin war und das haben die nicht mehr wiedergefunden. Dann mussten die das komplett neu drücken in China. Also der Eloy hat mir auch eben erzählt, irgendwo in Iran ist irgendwie ein Container untergegangen, also ein Schiff. Mit dem Container, da waren die Bücher und alles drin und deswegen sind die jetzt die, 2 Monate später erst rausgekommen. Ja, pass mal auf, die haben die kleinen, dreckigen somalischen Piraten alle schön silberne Bücher gehabt wahrscheinlich. Und freuen sich und lesen sich schon allzu in Deutsch. Ja. Ja, ob das so stimmt, weiß man nicht. Das ist so ein bisschen Gerücht. Da kannst du richtig Parallelen ziehen. Es gab ja auch Leute, die Einzelhandelsgeschäft haben und dann gesagt haben, hier. Kunden haben sich beschwert, wo bleiben meine Produkte hin und her, ist nichts da. Und dann sagt er, ja, leider der Lieferwagen von England hierher ist irgendwie total verloren gegangen oder so. Das stimmt. Das ist der Grund, warum es so spät kommt, sagen wir mal so. Ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Ne? Kann ja sein. Es kann sein, man weiß es nicht. Es wird auch, glaube ich, nie aufgeklärt. Das ist jetzt so. Für mich ist das jetzt so. Für dich ist das jetzt so. Ja. Okay. Ja. Wir wollen gar nicht so die Geschichte so ein bisschen gar nicht drauf eingehen, sondern eher auf die Hardfacts. Auf Seite 64 fangen wir an mit den wichtigen Sachen, wo wir uns eigentlich sowieso immer konzentrieren. Listen bauen, die ganzen Sachen, was neu ist, was sich verändert hat. Darauf wollen wir eingehen. Ja, vorher sind halt einfach nur so diese... Genau, Bemalhilfen, Digital, Fluff. Schöne Artworks. Ja. Sehr, sehr schöne Artworks, wie immer. Also wenn man sich das ein bisschen angucken möchte, schon geil. Gab es das auch schon immer mit den Bemalhilfen? Mhm. Ja. Aber es wird immer mehr mittlerweile. Sind auch komplett andere wie im alten Battletome. Mhm. Finde ich ganz cool. Ich finde das auch cool. Base-Gestaltung bringen sie jetzt auch immer wieder neu rein. Hatten sie vorher auch noch nicht so oft. Mhm. Ist ganz schick. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Treue Fähigkeiten. Jetzt los. Treue Fähigkeiten waren ja vorher so, du konntest die Geisterpfade dich mit beliebigen Einheiten bewegen, geht jetzt nur noch ein Modell, also eine Einheit pro Runde und auch vollständig vom Wald. 6 Zoll, war vorher glaube ich 9 Zoll innerhalb oder sowas, ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Das heißt, das schöne Linien bauen und so ist erstmal AD. Ja, außerdem ist es schade, ne? Irgendwie, aber gut. Leider ja. Dann als nächstes gibt es noch, dass man am Anfang eine Einheit sagen könnte, die war in den Geisterfaden, also sie war nicht auf dem Feld. Ist jetzt so, vorher konntest du glaube ich die ganze Armee das machen, geht jetzt nur noch 50% wie bei Stormcast und Nighthound. Also du musst 50% auf dem Feld haben und 50% kannst du in den Wäldern verstecken lassen. Der Punktzahl wahrscheinlich, ne? Nee, Einheiten. Einheiten? Also 6 Einheiten darfst du 3 im Wald lassen, 3 müssen aufs Feld. Echt? Also Punktzahl unabhängig, oder was? Punktzahl ist unabhängig. Okay. Ja gut, aber das macht doch irgendwie Sinn. Also ja. Das finde ich auch absolut in Ordnung, dass das so ist. Ja, und am Ende deiner Bewegungsphase kannst du halt die schocken lassen. Mhm. Das ist nicht verkehrt. Die Änderung finde ich auch ganz gut. Also haben sie gut gemacht. Das Letzte, was bei der Treuefähigkeit ist, du kannst jetzt noch ein Volk, eine Lichtung aussuchen. Da kommen wir noch später zu. Sehr cool, finde ich auch. Ja, die Lichtung, das ist halt schon Standard. Bringen sie jetzt halt überall. Du kannst eine Sache aussuchen, es gibt eine Konklave, eine Enklave, jetzt eine Lichtung, ein Stormhorst. Ja. Das einzige Blöde, was ich immer bei diesen Stormhorst und diesen ganzen Sachen finde, ist, du bist an die Artefakte gebunden. Generalseigenschaften manchmal und an das Artefakt. Du musst das mitnehmen. Ja. Oh, das ist natürlich gerade, wenn man diese neuen Seiten mit Generalseigenschaften und Artefakten sieht. Richtig. Meistens ist es dann immer so, also so war es auch bei den Flash Eatern, du kriegst dann eine richtig geile Befehlsfähigkeit und zum Beispiel ein schrottiges Artefakt. Ach so. Oder du kriegst ein richtig gutes Artefakt, aber dann ist das andere nicht so gut. Boah, das ist natürlich hart, weil die, ich meine, sehen wir ja gleich, ja, bei den Lichtungen, da sind halt schon ultra geile Sachen dabei, ne? Das
So. Richtig. Ja, aber egal. Genau, so Standard-Generalseigenschaften, wenn du keine Lichtung spielst, gibt es zum Beispiel, was ich ganz cool finde, alle Einheiten um dein General innerhalb vollständig innerhalb von 12 Zoll kriegen plus 2 auf Charge. Mhm. Finde ich ganz cool, kannst halt mit zum Beispiel einem General und Cornered Hunters rausschocken und direkt chargen, die kriegen beide plus 2. Ist richtig. Mit den Endlos-Zauber, es gibt glaube ich noch einen Endlos-Zauber, ich glaube das ist das schöne Bäumchen hier, gibt es nochmal plus 2, da ist es schon mal plus 4. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir den noch gar nicht angeguckt, genau. Was die überhaupt bringen. Kommen wir später noch, das ist jetzt nochmal so eine ganz Hammer, ja. Kleine Gedanken. Da gibt es noch Schutzwürfe von 1 wiederholen oder eine Wundung heilen, also nichts so krasses. Also ich finde das mit der plus 2 schon am besten. Mhm. Da gibt es extra Generalschaften nur für Zauber, das heißt für Tree Lord Engine, wenn wir für kleinere Spiele Brain Wave oder Brain Witch als Generalseigenschaft nehmen. Als General, da gibt es zum Beispiel, dass du einen zusätzlichen Zauber aus der Leere des Waldes oder 6 Zoll mehr Reichweite. Finde ich auch ganz gut, ja. Einen zusätzlichen Zauberbann. Genau, also die sind nicht schlecht, aber ich glaube, die meisten werden auf die Lichtung gehen. Hm. Meinst du, ja. das geht, geht den Weg? Meistens ja. Ja. Dann gibt es Artefakte, Waffen, Gaben, sogar mehr noch, was gibt es noch? Grüne Schätze und Relikte der Natur, die nur Zauberer nehmen können. Hm. Da gibt es zum Beispiel, Roland hat zum Beispiel grünen Schätzen rausgefunden, der Träger kriegt plus 2 auf Rennen und Chargen. Ist halt cool, du kannst dich selbst zwischen den Bäumen bewegen und hast immer nur einen 7 Zoll Charge. Mhm. Ist ganz cool. Das stimmt, ja. Der Träger kann fliegen, ist auch nicht verkehrt. Wenn du mal schnell irgendwo drüber willst, ist das nicht verkehrt. Dann einen zusätzlichen Zauber wirken, zum Beispiel wenn du ein Zauberer bist, als Artefakt. Mhm. Oder... Was eigentlich die meisten genommen haben vor dem Buch, war die Eichenrüstung. Die Eichenrüstung hat gegeben plus 1 auf Safe. Ja, ist jetzt nur noch, haben sie hart genervt, Schutzwürfe von 1 wiederholen. Mhm. Ist nicht mehr so gut. Das heißt also, fällt komplett raus, schätze ich mal. Früher der 2er und dann 1er ja. Reroll, das ist halt nicht mehr. Ne? Aber es gibt halt auch ja, andere coole Sachen. Du hast hier vorhin bei den Gaben noch gefunden, der Träger ist für mich ja. Als... 12 Zoll vom Träger entfernt, feindliche Modelle nicht sichtbar. Ja, mega geil. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch, finde ich auch top. Ja, da kannst du zum Beispiel die kleine Brandwave oder so, Brandwave, die dann Drian beschwört, somit richtig krass schützen. Mhm. Also ja. Sind nur dann fast im Nahkampf oder wirklich fast Zauber, die näher wie 12 Zoll sind, sichtbar. Also schon nicht verkehrt. Das stimmt, ja. Fünfer Retter gibt es zum Beispiel noch gegen Tödliche oder der Dornmantel war ja auch immer gern gespielt, minus ein Hit. Das ist auch, wollte ich gerade sagen, das ist auch so ein bisschen nicht schlecht, nee. Diese Eichenrüstung, sage ich mal, so ein Stück weit irgendwie vielleicht nochmal auszugleichen. Ne? Auf jeden Fall. Und vor allem mit den Feel No Pain gegen Tödliche ist ja aktuell, glaube ich, also ja, man muss sehen, wie es halt wirkt, aber das kann schon ganz geil sein. So viel Tödliche wie momentan um die Ohren fliegen bei so Spielen ist schon heftig. Ne? Auf jeden Fall. Bei den Waffen gibt es zum Beispiel, eine Waffe kriegt plus eine Attacke, wenn der Charge plus 2 Attacken, ist nicht verkehrt, kann man auf jeden Fall nehmen. Mit einem Durtu zusammen zum Beispiel ja. Oder so? Kann man, ist nicht verkehrt. Was gibt es da noch? Wieder eine Nahkampfwaffe ist der unmodifizierte Bodenverwundungswurf für diese Attacke eine 6, dann fügt er zusätzlich W3 Tödliche noch hinzu. Ja, auch nicht schlecht. Jo. Gerade bei ja, also das stelle ich mir schon ganz cool vor, ja. Tödliche sind ja immer ganz cool, ne? Ist nicht schlecht. Ja, magische Lehren. Magische Lehren haben sie ein bisschen verändert. Und zwar hat jetzt jeder Wachstumssegen. Wachstumssegen heißt, jeder Zauberer kann jetzt ein Wald beschwören. Hm. Das war ja vorher ein einzelner Zauberer, den du wählen musst, kann jetzt jeder Silberneff zaubern. Was ich ultra gut finde. So, weil du warst ja immer gezwungen, irgendwie... Ein Zauberer nur fokussieren, der den Wald beschwört. Ja. Also so ein Tree Lord Ancient, sage ich mal, ist jetzt nicht mehr Pflicht. Nein. Und der war ja immer dabei und der hat immer viele Punkte gefressen und das war jetzt nicht immer der als erstes sofort in Nahkampf gerannt ist. Das heißt, eigentlich war es ein verdammt teurer Zauberer, der hinten stand und versucht hat, erstmal nur safe diese Wälder zu kriegen. Ne? Man kann den so spielen, manche spielen ihn auch sehr aggressiv, aber da gebe ich dir schon recht. Also man hat ihn eigentlich meistens mitgenommen, weil du auch... einen Wald beschwören kannst und der hatte die Fähigkeit, dass du noch einen zusätzlichen auf die 4 plus. Genau, ja. Ne, dass du mehrere Wälder. Das ist halt geil, wenn es jetzt. Braucht man jetzt nicht mehr, ja. Unbedingt. Finde ich gut. Ja, Rankenthron haben sie ein bisschen geändert, war ja vorher D3 auf den Zauberwurf und. Wannwurf auch? Ne, Zauberwurf ist jetzt einfach standardisiert auf plus 2. Finde ich besser. 2 flat ist ja. Berechenbarer, ne? Ja, nachwachsen.
Haben sie nicht verändert. War das immer W6? Ja, da stand drin, dass du die Einheit, eine Normaleinheit D3 und Silvernef D6, haben sie jetzt einfach auf D6 umgeändert. Man muss aber auch sagen, jetzt die meisten Zauber sind alle Holy. Ne? Also da steht jetzt gerade Holy in 18, ist nicht mehr mit Anschnäbeln, sondern wirklich alles vollständig. Zieht sich das eigentlich durch viele Battletomes aktuell? Alle das neu. Ist jetzt alles wirklich vollständig? Alles standardisiert, alles neuen Battletomes werden immer mit vollständig. Vollständig innerhalb ist also gut. Es gibt einzelne Fähigkeiten, wo es nur noch innerhalb steht, aber die meisten alle Holy. Mhm. Bewohner des Erdreichs gab es vorher auch schon. Zauberwert 7, wählst eine feindliche Einheit innerhalb von 10 Zoll und wirfst einen Würfel für jedes Modell, was in einer ist, auf die 6 eine tödliche. Da kann man zusätzlich mitnehmen, wenn man viele Zauber hat. Ja. Wir können nochmal auf 1 gehen, das ist die grüne Harmonie. Die grüne Harmonie gab es vorher auch schon, da kannst du Modelle wiederholen. Ein Cornered Hunter, Triaden, Trivalence, Bivalence, D3. Das war aber vorher in dem großen Battalion von Knarrgul drinne. Haben sie jetzt standardisiert in magische Lehren, also kann jetzt auch jeder. Aha. Musstest du vorher Knarrgul spielen, dass du das haben wolltest, jetzt hast du es standardisiert. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Baumlied ist Standard, ist gleich geblieben, ne? Was welches meinst du? Baumlied? Ja. Ja. Warte mal, ich 16 Zoll? Wähle eine feindliche Einheit. 16 und innerhalb von 6 Zoll darfst du Trefferwürfe. Ah, die haben sie geändert. Trefferwürfe und Verbündungswürfe von 1 wiederholen. War vorher nur plus ein Hit und haben sie jetzt die Rerolls reingemacht. Das ist cool, okay, gut. Ja, und ging auch, ja, das haben sie auch. Warte mal, dann gucken wir das letzte auch noch an. Tödliche Ernte, Zauberwert 6. Wenn der erfolgreich gewirkt wird, erleidet jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll die 3 tödliche. Gefällt mir. Finde ich am schlechtesten. Ist für nur, wenn du im Nahkampf bist mit einem Zauberer, dann kriegst du schon ordentlich auf den Sack meistens. Ja, dem Wald. Neu, ganz neu. Neues Design, neues Set. Aufstellen. War ja vorher 1 bis 3. Die sind ein bisschen kleiner geworden. Du kannst jetzt sogar 3 bis 6 aufstellen, den ersten Wald. Ja, und das hat sich natürlich auch, also dieses Aufstellen hat sich auch total verändert. Ihr seht es hier unten von euch aus gesehen links. Also die Regel besagt hier, wie war es, Manu, dass diese Ränder, also links und rechts, die müssen jeweils einen anderen oder eine andere Kante berühren. Das heißt, man kann sich hier im Prinzip einen großen Kreis bauen irgendwie oder halt, was weiß ich, ein Ei. Ja, also das ist natürlich aufgrund der Rundung irgendwo nur begrenzt möglich. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gelesen, für uns ist es ja alles ein bisschen weiter, wir haben es vorher nicht richtig reingelesen. Jeden Wald, den du beschwörst, kann aus 3 bis 6 von den Leben bestellen. Also nicht nur der erste, sondern jeder. Ach du Mann. Also da kommt wieder der wirtschaftliche Aspekt bei GW rein. Das ist krass. Ist halt nur die Frage, aufgrund der, sage ich mal, neuen Geländeregel, ist das natürlich auch schon wieder schwer. Ne? Die jetzt mit 3 Zoll, also ihr oder wir auf dem Turnier, wir spielen es ja nicht, die ist ja außer Kraft. Richtig. Ne? Aber hier steht es halt, dass du 1 Zoll vom normalen Gelände und 6 Zoll von den Zielen. Also es ist schon gut. 1 Zoll. Ach so, hier ist es okay. Also hat sich das ja nicht geändert im Prinzip. Also ich habe mal gelesen, dass GW meinte, ignoriert die General's Handbook Geländeregeln. Wir bringen da eine FAQ raus, nimmt lieber die. Ach so. Also da sind sie sich selber noch nicht so ganz einig, was sie da nehmen wollen. Ist aber auch Quatsch mit 3 Zoll Abstand. Also da steht kaum Gelände auf dem Feld und dann musst du 3 Zoll, und wenn es nicht geht, kannst du es nicht aufstellen. Ja, super. Ja, okay. Was sie noch geändert haben, ist, dass mit den Zaubern innerhalb nur. Siehst du, da haben sie zum Beispiel nicht geändert, da reicht innerhalb. Mhm. Auf die 5 plus die 3 tödliche jede Einheit, das ist Standard geblieben. Was sie aber geändert haben, es war ja, wenn du chargst oder rennst durch den Wald, auf einen Einstopp das Modell, was kein Held ist, haben sie jetzt umgeändert. Am Ende der Angriffsphase wirfst du einen Würfel für jede Einheit innerhalb von 1 Zoll um einen Wald. Die nicht das Schlüssel wird Silberner fahren, bei einer 6 erleidet die W3 tödliche. Also das haben sie ganz schön genervt. Also wenn da ein 30er-Block durchläuft, mit 20 Modellen, dann wird nur noch ein Würfel geworfen. Richtig. Was vorher 20 Würfel, einzeln sterben, ist nicht mehr so. Haben sie ein bisschen genervt. Das finde ich, das ist so eine Sache, gut, keine Ahnung. Kann man sehen, wie man will, aber das es war auch schon ganz schön krass, also. Ja, aber es sind halt so. Es hat halt dazugehört irgendwie, ne? Es hat dazugehört, richtig. Es, ja, macht spieltechnisch vielleicht Sinn, aber irgendwie von der anderen Seite, wenn da einfach 20 Modelle durchrennen und wirfst nur einen Würfel, dann kannst du maximal D3 kriegen. Ja, das wird nicht mehr viel reisen.
Das ist halt gar nichts mehr. Ja, jede sechste Einheit. Jede sechste Einheit kriegt mal D3 tödliche. Das ist, also du hast halt überhaupt keine. Dieser psychologische Aspekt, der spielt halt überhaupt keine Rolle, ja, du, weil der Gegner also überhaupt keinen Respekt mehr davon hat. Vorher hast du, schon Mist, glaube ich, da durch, renne ich da jetzt lang, da könnte ich jetzt Modelle, charge ich jetzt in den Wald rein, jetzt ist gar nicht mehr, du denkst einfach los, Vollgas. Andererseits ist es halt auch wieder gut, weil der Gegner wird vielleicht gedanklich keine Angst mehr davor haben, nähert sich deinen Wäldern und dann kommt dieses Walderwecken mit den Zaubern. Das ist halt auch wieder ganz geil, dass du da wirklich bessere Chancen hast. Und das hat ja effektiv eigentlich immer mehr gebracht als jetzt, ne? Richtig. Das ist eigentlich auch wieder ganz cool, ne? Muss ich dir recht geben, auf jeden Fall. Vielleicht ein anderer Aspekt jetzt noch. Ja, aber kann man sehr gut so sehen. Um das mal positiv zu sehen. Ja, jetzt hast du natürlich schon das alles verraten, Robert. Das ist mir gerade eingefallen. Das war doch meine Taktik, das sollte doch keiner wissen. So, nein. Geht alle hin. Nein. Ja, als nächstes haben wir die Lichtung. Cool. Erste Lichtung ist Eichenstör. Ich habe mir mal kurz durchgelesen, finde ich mit da am schlechtesten. Grüße an Nils. Eichen. Unsere deutsche Eiche. Ja, jetzt mit dem langen Ast. Mit dem langen Ast. Genau. Das werde ich nicht vergessen. Ich auch nicht. Das hast du gesagt, ne? Ich habe nur gesagt Eiche. Ich habe gesagt, irgendeinen blöden Spruch da auch. Eiche. Aber er hat gesagt, mit dem langen Ast. Ja, das werde ich nicht vergessen. Also, wenn ich dieses Buch höre, immer langer Ast. Also, ja, Eichenstörung. Was bringt das? Eigentlich bringt zum Beispiel, wenn man viele große Modelle spielt, werden die Tabelle 2 besser für dich. Also ziehe 2 von der Anzahl der erlittenen Wunden auf den Tabellen ab. Ist nicht verkehrt. Befehlsfähigkeit, kein Kampfschocktest. Finde ich jetzt nicht so pralle. Der General kriegt ein Leben mehr und das Artefakt ist ein 6er Retter. Also ich finde, das ist der schlechteste Licht. Ich finde, das können wir gleich überspringen. Also da reizt mich kein 2 in 4. Nichts mehr, der 6er Retter, da kannst du dann zu Hause bleiben, Wundwert des Generals. Das andere ein Leben reicht auch nicht, hätten sie 3 gemacht. Was soll denn das? Keine Ahnung, ein Leben ist ein bisschen wenig. Vergesst die Eichenstern, Jetzt kommen die Krummwurzeln. Krummwurzeln, ja. Wenn du kannst Trefferwürfe wiederholen, die sie vollständig um 12 Zoll um einen befreundeten Zauberer. Immer Trefferwürfe von 1 wiederholen. Fernkampf wie Nahkampf. Finde ich nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Generalseigenschaft ist, einmal in jeder deiner Helmphase, wenn dieser General erfolgreich einen Zauber gewirkt hat, der nicht gebannt wurde, wähle eine befreundliche Krummwurzeleinheit vollständig innerhalb von 8 Zoll um diesen General. Du darfst W3 Wunden heilen, die der gewählte Einheit zugewiesen wurde. Ist nicht verkehrt, ist ein netter Bonus. Befehlsfähigkeit ist einfach nochmal so ein Feel No Pain für eine Einheit, die sich vollständig um einen Krummwurzelhelden befindet, auf eine 6+ ja. Verwundung oder tödliche Verwundung verhindert. Ja, das Artefakt ist ganz nett, habe ich mir erstmal am Anfang überlegt, finde ich richtig gut. Jetzt im Nachhinein sage ich, es geht so, weil du hast ja nur einen Zauber. Ah, da hatten wir noch eine Idee, hat der Robert eben gesagt. Ich lese mal kurz vor, der Nektarkelch. Wenn du einen Zauber oder Bannwurf für den Träger durchführst, wirf 3W6 und entferne einen Würfel deiner Wahl und benutze die restlichen 2W6, um den Zauber oder Bannwurf zu ermitteln. Das ist halt ganz cool, wenn du eine Brainwave nimmst und du willst unbedingt Dryaden beschwören. 3W6 ist halt schon mal eine Hausnummer, das dann zu bannen, ne? Ja gut, du musst ja einen deiner Wahl entfernen, ne? Ja, aber wenn du 6, 5 und 2 würfelst oder 6, 4 und 3, hast du dann immer noch einen 10, oder? Aber ich finde das auch, das liest sich cool, aber es ist halt, sind nur 3W6 und das ist so unbeständig. Ja, was mich da viel schlimmer ist, die meisten Zauberer bei Silmarillion haben ja nur einen Zauber. Das ist halt nur einmal. Wenn du einen Zauber hättest, der zum Beispiel 2 oder 3 Zauber hat, ist das richtig geil. Mhm. Aber das hast du, glaube ich, nicht. Müssen wir doch mal gucken. Also da hätte ich lieber gesagt, mit 2W6 und du hast die Chance, einen Würfel zweimal nach oben zu drehen oder beliebig zu. Oder weißt du, irgendwie sowas anderes, dass du dann eine gewisse Sicherheit drin hast. Aber 3W6, ja, kann voll in die Hose gehen. Also, ja, es kann aber auch richtig stark sein. Ja, aber. Ich finde halt immer so Sachen wichtig, die jetzt safe sind. Kontinuierlich meinst du? Ja, also ich habe auch lieber 2 als W3, weißt du? Also jetzt nur so aus meiner Sicht. Aber 2 hast du ja immer. Nee, ich meine jetzt wie vorhin zum Beispiel mit dem zusätzlich da. Achso, +2 meinst du? Genau. Ah, okay. +2 auf Zauber meinst du, sowas. Genau. Okay, dann hast du recht. Aber das ist jetzt, subjektiv. Wir können es ja gerne mal auswürfen, wenn du möchtest. Das ist kein Problem, ja. Meine Würfel. Wir können ja mal 6-mal würfeln und gucken mal, was rauskommt. Du 3.
Jeder drei Versuche was? Jeder drei Versuche. So, dass ihr das sehen könnt. Vielleicht mit dem Würfel ein bisschen schlecht. Fangen wir an. So, jetzt würde ich die entfernen. Hast du eine 9? Habe ich eine 9. Ja, 12. Was ist 12? Zweimal die Palme. Oh, jetzt habe ich eine 11. Okay, vielleicht bin ich jetzt ruhig. Eine 9. Du hast eine 11. Das ist schon stark. Ich habe nichts, die Würfel sind OP hier. Guck mal, ich habe schon wieder eine 12. Du hast eine 9. Also es war keiner unter der 9. Ne? Hast du recht. Ja. Okay, das war mal eine 5. Jetzt habe ich eine 5. Aber es war einmal. Ich habe schon wieder eine 11. Also das ist... Eine 7 ist auch nicht schlecht. Das waren jetzt 9 Versuche. Ich glaube, wir haben einmal 7, einmal 5 und der Rest war alles über 11. 11, 10, 2 mal 9. Liest dich nicht nur geil, es ist geil. Kann gut sein. Aber ich glaube, das waren den geilen Würfeln. Ich habe hier nur Palmen gerade gesehen. Guck mal hier. Du mit schon wieder 2. Ach, die muss ich mitnehmen aufs Turnier nächstes Mal, glaube ich. So. Ja, ist gut. Ja. Eine 10, siehst du? Ja, dritte Richtung, Kernholz. Kernholz. Sind wir hier schön beim Sperrholz machen. Und zwar, das Artefakt ist richtig spezialisiert, wenn man viele Cornered Hunters spielt. Du kannst Trefferwürfe wiederholen für Attacken für befreundete Kernholz-Cornered Hunters, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um den Träger befinden. Mhm. Ist nicht verkehrt. 1 zum Mutwert grundsätzlich. Ja. Ja. Befehlsfähigkeit, eine feindliche Einheit. Ah, du kannst gegen diese einer Trefferwurf von 1 und Verwundungswurf von 1 wiederholen, wenn du die angreifst. Ja. Generalseigenschaft finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll um diesen General wählen kann. Also dann Colonel Hunter zum Beispiel. Und wenn der General getötet wird, kannst du eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll um den General wählen und wirfst dann halt ein B6. Bei einer 2 bis 5 kriegen sie B3 tödliche, bei einer 6 kriegen sie sogar B6 tödliche. Also mal jedes sechste Mal, ne? Das finde ich nicht aber so gut. Generalseigenschaft, ja gut, da gibt es geilere Sachen, ne? Ja, guck mal, sechsmal gewürfelt, keine sechs. Also so oft kommt das nicht vor. Ja, das stimmt schon. 2 bis 5, weil D3 ist... Bis jetzt hat mir Krummwurzel am besten gefallen. Absolut. Ja? Ja. Kernholz ist Kernschrott. Eisenrinde. Eisenrinde sagt, du kannst Kampfschocktests für befreundete Eisenrindeneinheiten wiederholen, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um einen befreundeten Eisenrindenheld befindet. Ja, das überzeugt mich. Also Kampfschocktests, Triaden haben schon wenig, das stimmt. Tree Spite Revenants glaube ich auch. Aber das haut mich nicht vom Hocker, dass ich das unbedingt sagen will, ich will das unbedingt haben. 30 Triaden kriegst du trotzdem schlecht weg. Genau. Egal, ob du das jetzt hast oder nicht. Ja. Also. Generalseigenschaft, du kannst Schutzwürfe wiederholen für Attacken mit Fernkampfwaffen, die den General als Ziel haben. Haut mich jetzt auch nicht so um. Artefakt finde ich aber ganz cool. Ja. Plus ein auf Wund. Kann gut sein, ja. Dann triffst du zum Beispiel Dodo auf die 2. Er verwundet auf die 2. Haltet Stand. Du darfst die Beweglichkeit in deiner Nahkampfphase einsetzen, bevor der Spieler eine Einheit zu verwenden tut. Die dies weder eine feindliche Einheit, die sich innerhalb in einer Handlungslösung. So ein Eisenrinde befindet, Würfel. Du kannst nochmal B3 tödliche Eisenrinde haut mich auch noch nicht um. Also tust du dies, wählst du eine feindliche Einheit, die in diesem Zug eine Angriffsbewegung durchgeführt hat und sich innerhalb von 1 Zoll um eine befreundete Eisenrinde-Einheit befindet und wirf einen Würfel bei 2 plus B3. Ja, das kann auch nur eine tödliche sein. Aber es geht jetzt auf jeden Fall overall in die Richtung, was du gesagt hast. Wenn eins geil ist, sind die anderen... Ja. So, also das Artefakt finde ich, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, das irgendwo anders reinzuknallen vielleicht noch, jetzt nicht unbedingt bei Krummwurzel oder so, aber ja. Das Problem ist halt, du musst halt das Artefakt nehmen, ne? Der erste Held muss dieses Artefakt nehmen, wenn du diese Richtung spielen willst. Und bis jetzt haut mich das noch nicht vor. Ja, also mit dem Artefakt könnte ich mich anfreunden, aber genau, mit dem Rest Artefakt halt nicht, ne? Ja. Ja, Winterblatt. Winterblatt sagt, dass der General durch den Nahkampf... okay. Wenn er eine Wunde kriegt, kannst du einen Würfel werfen auf die 5 plus, kriegt den tödliche zurück. Mhm. Ist nicht verkehrt. Was halt auch ganz cool ist, um deine ganze Armee zu stärken, ist ein Trefferwurf, unmodifiziert im Nahkampf, auf eine 6 ist, machst du 2 Wundverwundungswürfe. Mhm.
Das ist halt ganz cool, ne? Absolut, ja, aber halt auf die 6. Ja, wenn zum Beispiel Dotto D3 zu. Ne, wie viele Attacken liegt dabei? 2, oder? 2. Angenommen, er steht am Wald, sind 5 Attacken auf die 3 plus. Ja, das war super schlecht gewürfelt. Machen wir mal 2 durch. Machen wir nochmal. Wenn jetzt der hier nochmal eine zusätzliche Attacke, ne? Das ist schon. Ist nicht verkehrt, also damit kann man arbeiten, ne? Ja. Du musst dir auch vorstellen, wenn der Triaden aus dem zweiten Glied und du hast da 50 Attacken und da kommen 10 Sechsen, hast du halt nochmal 10, nochmal vielleicht mehr 10 Verwundungswürfe. Ne? Ja, und da finde ich das Artefakt auch ganz cool eigentlich. Ne? Aber einmal pro Schlacht halt nur. Zu Beginn der Nahkampfphase darfst du eine befreundete Winterblatteinheit wählen, die sich vollständig innerhalb von 18 Zoll mit Träger befindet, nachdem die gewählte Einheit in der Phase zum ersten Mal gekämpft hat, und wenn sie sich innerhalb von 3 Zoll um eine feindliche Einheit befindet, darf sie eine Nachrückbewegung durchführen und dann mit allen Nahkampfwaffen, super, mit denen sie bewaffnet ist, ein zweites Mal attackieren. Ja. So, und dann stell dir das mal vor mit dem Arc Revenant, mit dem neuen vielleicht noch. Ja, wenn du noch plus eine Attacke machst drauf. Das kannst du sogar auf Triaden nehmen. 30 Triaden, ja, plus eine Attacke, Nachrückbewegung nochmal zuhauen. Ja, das Problem ist, dass du es nicht auf Triaden machen kannst, weil es ein Artefakt ist. Kann man helfen. Also auf Dotu zum Beispiel, ach so, ich ein Ancient kann. Nee, ich dachte, du wählst eine Einheit. Einmal pro Runde darfst du eine befreundete Winterblatt-Einheit wählen. Ja, stimmt. Hast du recht. Mega. Ja, da kannst du das machen. Hast du recht. Also Triaden vielleicht nicht, aber... Ja, das war ein gutes Beispiel. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist schon geil. Ja. Da kannst du halt zweimal auch 6 Kronathunders mit Schwert oder Sichel zweimal angreifen, da wächst halt nicht so viel mehr. Ne? Die willst du, glaube ich, das willst du auch nicht haben. Ja, es geht einmal pro Spiel, finde ich ganz cool. Da kannst du es halt auch taktisch einsetzen, wann du es genau brauchst. Nicht immer. Immer wieder übertrieben. Finde ich genau richtig. Mhm. Ja. Jo, und Befehlsfähigkeit, du darfst Befehlsfähigkeit in deiner Fernkampfphase einsetzen, tust du dies wieder eine feindliche Einheit innerhalb von 12 Zoll um und sichtbar für eine befreundete Winterblatteinheit. Für jedes Modell in der gewählten Einheit einen Würfel, für jede 6 plus eine tödliche. Das ist nochmal ein zusätzlicher Schaden für einen Command Point, den du machen kannst. Ist halt eine Option. Man muss es ja nicht nehmen. Aber das Artefakt. Die Fähigkeit und die Generaleigenschaft finde ich gar nicht schlecht. Mit so einem 30er-Flop, wenn du das hast, oder so 20, ne? Also 20 Sechsen sind... Weiß ich nicht, wie viele... Ich bin kein Wahrscheinlichkeitsmathematiker. Ich würfel das einfach. Hast du 5? Ich hab 5. Mach mal die Hand auf. Komm. Ach so, was willst du machen? Du sollst jetzt mal würfeln. Ich dachte, du wolltest. Nee, nee, 20, also... Ja, keine 6. Das hatten wir schon mal, sowas. Das war mega stark gerade. Ich habe ja gestern mit dem Kai gespielt. Ja, dann 2, 3, 4. 4 tödliche, ja, gut. Gestern mit dem Kai gespielt, musste 5 Würfel, nee, 6 Würfel auf die 6 retten. Hab leider nur 5 Sechsen geschafft. Total krass. Aber ja. 2, 3, 4, 4 tödliche. Zweimal jetzt gewürfelt. Ja, gut, okay. Also, da geht schon was. Ist halt, aber das ist eine Befehlsfähigkeit, ne? Deswegen eine Befehlsfähigkeit. Guck mal, eine tödliche, 2 tödliche ist schon ziemlich mager für einen Command Point. Ja. Man kann es überlegen, so 30 oder 40 Block lohnt sich das natürlich schon, ne? Ja, aber ich meine, wenn du deine Armeeliste vorher baust, musst du halt auch damit rechnen, dass du mal keine Armee hast, die mit 20, 30 Standard-Einheit-Trupps da rumrennt, ne? Ja, ja, das ist aber auf den Gegner, ne? Das ist der Feind, nicht deine. Eine feindliche Einheit. Ja, ja, ich weiß, aber du musst ja halt auch damit rechnen. Viele ja auf dem Wasser zum Beispiel. Ja, aber wenn einmal, ja gut, aber wenn einer... Natürlich, da spielst du gegen Flash Eater und da kommt dann mit 2 Terrorgeist und noch 2 andere Einheiten, da bringt das halt nicht so viel, ne? Ja, da musst du das zum Beispiel nicht nehmen. 2 Einheiten waren das. Ja, hier. Ja, Winterblatt-Einheit kann man auf jeden Fall empfehlen, könnte man nehmen. Furchtbar. Furchtbar. Furchtwald spezialisiert sich sehr auf Spite Revenants. Also wenn man ein Freund von Spite Revenants ist, ist Furchtwald, glaube ich, die richtige Wahl, weil du darfst alle Treffer von 1 für Spite Revenants wiederholen. Artefakt ist auch sehr cool. Ist wie bei den Firestarters, da gibt es das auch. Ziehe gegen den Träger von dem Artefakt einen vom Wundwall ab. Ist mega stark, wenn zum Beispiel viele Einheiten auf die 4 plus verbunden, machen sie es nur auf die 5 plus. Mhm. Aber die Befehlsfähigkeit finde ich super. Also man darf im Prinzip eine Einheit als Ziel wählen und am Ende der Bewegungsphase nimmt man sie, wenn sie vollständig innerhalb von 18 Zoll um den Träger dann quasi ist. Also um einen Hate.
der Manus am Würfeln, versucht auch tödliche zu verteilen, ja, aber es klappt nicht. Aufnahmezeit war nicht mehr. Oh, ich muss jetzt mal ausklappen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Furchtwald. Ich hatte das kurz mit den Verbindungswürfen erzählt. Du hattest das erzählt mit der Befehlsfähigkeit, dass man immer einmal pro Spiel einen Port haben kann. Einmal einen anderen porten kann, die vollständig innerhalb von 18 Zoll über den Helden steht, kann man irgendwo aufs Spielfeld porten, 9 Zoll vom Gegner weg. Ja, und da das jetzt mit diesen Geisterfahren ja jetzt nur noch mit einer Einheit ja klappt, das durchaus auch mal in die Hose gehen kann, auch wenn man einen langen Ast hat. Aber dann kann man es hier safe zumindest nochmal machen, ne? Ja, also man könnte nur ein zweites machen zum Beispiel. Ja. Ja. Furchtwald kann man spielen, auf jeden Fall. Ja. Erntesehen, du kannst, wenn du charged, für alle Einheiten der Erntesegen Treffwürfe von 1 wiederholen, finde ich mega gut. Ja. Befehlsfähigkeit, du kannst eine Einheit oder einen Helden, wie du möchtest, der sich vollständig um 12 Zoll um einen befreundeten Erntesegen Helden handelt, eine auf die Attacken geben. Ist nicht stackbar, aber jeder eine Attacke, 6 Cornered Hunters oder Dotu, ist nicht verkehrt. Kannst halt Burstschaden gezielt setzen, wenn du das möchtest. Und jetzt kommt das Geilste. Genau, dann kommt noch, zum Beispiel, wenn man Dodo spielt, kannst du ihm sagen, das Artefakt gibt ihm plus eine Attacke auf sein Schwert. Sind schon mal 3 gute Sachen. Jetzt kommt das Geilste. Deine Reizeigenschaft finde ich auch sehr gut, und zwar greifst du an, kannst du nach dem Angreifen eine 6 Zoll Bewegung mitmachen und raus aus dem Kampf. Und ist wie der Mängler Skrix, der hat das auch bei den Goblins, jetzt könnte das Dodo zum Beispiel auch. Hammer, ne? Ja, finde ich sehr gut. Ist auch, wenn du zum Beispiel einen Tree Lord Engine spielen würdest und der ist dein General, ist ja ein Zauberer, ist ja nicht mehr jetzt so stabil wie vorher. Du greifst mit ihm an und dann zack, raus. Mhm. Oder stimmt, der Gegner ist dran, vergisst, aktiviert er nicht, du sagst angreifen, zack, raus. Also ist schon ganz cool. Ja, das stimmt. Gefällt mir sehr gut. Erntesegen ist auch mein Favorit, den werde ich als erstes probieren. Tito. Jo. Das waren die Lichtungen. Schlachtpläne, Battle-Plans. Bataillone. Es gibt ein Riesenbataillon, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil da musst du über 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Punkte spielen. Ist meistens nicht der Fall. Kleinen. Genau, dann gibt es 5 kleine. Diese großen Bataillone gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch die kleinen, die freien Geister. Ein Dotto, 3 Conadantas. Du darfst dich in der Bewegungsphase, wenn du in der Bewegung mit deiner rennst. Achso, wenn du rennst, hast du automatisch eine 6. Müsstest kein Command Point dafür ausgeben und auch egal, was du würfelst. Fürsten des Clans, 2 bis 4 Tree Lord Ancients, 1 bis 3 Tree Lords, würfeln in der Fernkampfphase einen Würfel für jede feindliche Einheit, die sich innerhalb von 6 Zoll und 2 oder mehr Modelle dieses Bataillons befindet. Bei einer 2 plus erleidet die jeweilige feindliche Einheit wie 3 tödliche Verwundungen. Jo, ja. Krieger des Hauses, ein Tree Lord, haben sie neu gemacht, war früher. Oh nee, war schon immer so. mit Brandwitch und ein Tree Revenant. Das war nicht mehr so, weil meistens haben die Knarren gut gespielt und dann musstest du den Tree Lord zu einem Engine machen. Deswegen kam mir das gerade ein bisschen neu, aber ist nicht so. Feindliche Einheiten innerhalb von 3 Zoll und dieses Bataillon dürfen sich nicht zurückziehen. Finde ich ganz cool. Wenn man diese Einheiten spielt, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Hm, absolut, ja. Jo. Das nächste finde ich eigentlich am besten, was kommt. Kannst du ja mal kurz vorsehen. Waldbewohner, eine Branch Braid, 3 Einheiten, Triaden. Finde ich für mich auch gut. Und Einheiten aus diesem Bataillon dürfen hier im selben Zug zurückziehen und angreifen. Richtig. Spielst du viele Triaden, ist das mächtig cool. Also du spielst das Battalion zum Beispiel 3x30, mal angenommen. Du ziehst dich zurück, nimmst das eine hier Erntesegen und wenn du charge, kriegst du Treffer von 1. Also haben sie das automatisch immer. Super. Ne? Jede Einheit, du bist im Nahkampf, ziehst die 3 Zoll zurück und wieder rein voll. Und stimmt, hast Treffer. Stimmt, kannst stimmt, die, stimmt. Kannst die letzte Zeit machen. Gut, das ist gut, ja. Deswegen finde ich das Battalion eigentlich am besten. Das letzte ist Ausgestoßene, 3x Spite Revenants. Wenn eine feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll und diese Einheit einen Kampfshot-Test misslingt, addiere W3. Ist nicht verkehrt, wenn man ein richtig billiges Battalion haben möchte und einen Command Point und wenig Drops, ist das eigentlich auch eine richtige Variante. Warum haben sie das gemacht? Und warum ist uns vorhin aufgefallen, dass es extra hier eine Lichtung gibt, wo die Spite Revenants auf einmal so eine Rolle spielen? Richtig. Wo man die wirtschaftliche Sicht, aber du hast es vorhin schon wieder angesprochen, die hat keiner gespielt, ne? Ja. Die müssen verkauft werden, die Dinger. Ja. Vor allen Dingen, das kostet auch nur 100 Punkte, das Ausgestoßene. Mal das angenommen. Ist ne? Ja, pass auf, 100. Und 3x60 bist du bei 280 und du hast ein Battalion. Für 280 Punkte. Und da sind natürlich zufällig die Spider-Man. Ein Artefakt mehr, ein Command Point mehr, weniger Drops.
für 280 Punkte. Ja, und Spider-Man ist natürlich, wie du gesagt hast, der Aspekt, wurde nicht so viel verkauft. Und gleich wieder Vollgas. Ja. Alariel. Einheiten geht los jetzt. Ganz genau. Alariel haben sie geändert. Die Command Ability war einmal pro Spiel. Ist es jetzt nicht mehr. Du kannst jetzt öfters nehmen. Mhm. Haben sie aber auch verschlechtert. Und zwar die Range. War vorher 30 Zoll. Ja. 30 ist jetzt nur noch vollständig in 14. Vollständig in 14. Das ist nicht viel mehr. Ja. Das ist halt echt heftig, ne? Der einzige Vorteil ist, du kannst es mehrmals nehmen. Mhm. Da muss man wirklich sagen. Drei Zauber kann sie immer noch, dreimal bannen, jo. Ja gut, ich meine, du kannst sie ja vorher noch bewegen im Prinzip und da sie ja einfach mal mega schnell ist, ja, kannst du das ja ein bisschen steuern eigentlich. Ja. Ne? 60 Punkte ist sie hochgegangen, 660 jetzt, verdient, weil sie kann ja auch wieder was beschwören, somit wird sie ja sowieso billiger. Den Rambock haben sie nicht verändert. Weite Schwünge ist auch alles gleich geblieben. Blühendes Leben. Ah, sie hat nicht mehr 2W3 hier. Sie hat ja vorher sich selber heilen und alle Einheiten. Da zählt ja sie auch dazu. Hat sie jetzt nicht mehr. Ist halt alle vollständig in 30 heilen W3. Und sich selbst natürlich nicht, auch. Nee, das hat sie nicht mehr. Ja, sie selber einmal nur noch. Sie hatte das ja vorher drin und einmal das. Somit hat sie 2W3 geheilt. Das ist nicht mehr. Ach, das stimmt. Deswegen konntest du sie ja auch immer so ganz mies hochheilen immer noch, ne? Ganz genau. Ja. Was sie auch noch geändert haben, du konntest ja Modelle töten mit dem Wundswert, das haben sie komplett rausgenommen und haben jetzt gemacht, bei einem Trefferwurf von 6 macht die Attacke W3 zusätzlich, D3 tötet. Hm. Also zusätzlich zum normalen Schaden. Ja. Jo, Metamorphose haben, ist, so wie ich das sehe, gleich geblieben, ja. Und das war Alariel. Dreacher. Twitcher haben sie komplett verändert und zwar war es ja so, dass du die alle in 18 Zoll konntest du diese 10, 12 Würfel auf also die 6 Würfel. 12 waren es glaube ich damals, ne? Oder? 10 oder 12. Oder 10, nee 10. Oder? Ja, 10 Würfel auf die 6. Tödliche. Mit dann den gab's ja, genau, da gab es ja, konntest du sagen, dass ob die rasend ist oder ich weiß gar nicht, wie das andere war. Mhm. Entscheiden, ob du Trefferwürfe von 1 im Fernkampf wiederholen kannst oder dass sie im Nahkampf wiederholen kann. Und du konntest nur die tödliche machen. Hm. Jetzt ist es so, du kannst es nur noch auf eine Einheit machen, die Flutter Flurries. Aber sie macht nicht nur tödliche, sondern auch normalen Schaden. Hm. Also du würfelst 10 Würfel und da ist nicht jetzt nicht jede 6 nur noch eine tödliche. Zum Beispiel jetzt nur eine tödliche, sondern du kannst mit denen weiterarbeiten. Auf die 4 werden dann jetzt nochmal, das war jetzt schlecht gewürfelt, auf die 3. Jetzt noch ein mit Rent minus 1, einen Schaden. Hm. Ich finde das nicht schlechter. Ja, sie hat im Fernkampf 10 Attacken, im Nahkampf hat sie jetzt auch 10 Attacken. Das ist natürlich schon krass, ne? Aber das finde ich halt auch, also die war früher im Nahkampf, ich habe jetzt genau im Vergleich gar nicht, aber die war im Nahkampf nichts, ne? Das Krasse ist halt jetzt, wütend oder verbittert ist jetzt anders und haut das auf 20 Attacken, ne? Ja, also ich finde, die ist teurer geworden, aber sie ist auch besser geworden. Ich finde, das ist eine Maschine geworden. Maschine. 10 Attacken auf die 4, auf die 3, ja, minus 1, ein Schaden. Du kannst ja selber entscheiden, nicht entscheiden, sondern du kannst ja gucken, ob sie. Warte mal, erkläre. Wütend? Nee, du kannst sogar entscheiden. Du kannst es diesmal selber aussuchen. Erkläre zu Beginn der Schlacht dann, ob dieses Modell wütend oder verbittert ist. Genau, du kannst selber entscheiden, was du möchtest. 20 im Fernkampf, 20 im Nahkampf. Doch, der Hammer. Ja. Also 20 Würfel im Fernkampf mit den Dingern. Ist aber nur noch auf eine Einheit, ne? Ja, aber 20? Das ist hier tödlich. Ich hab's eben schon 20.000 Mal gewürfelt. Hast du schon? Ja, ach, das war das eben. Zwei. Mann, drei. Drei tödliche. Mach nochmal. Einmal. Ja, aber dann hast du ja gesagt, noch auf 4 plus kannst du halt noch gucken. Tja, das sind auch wieder nur 4. Und auf die 4 plus? Ja. Werden nochmal. Das war auch schlecht gewürfelt. Hier alles weg. Werden nochmal 3 normale auf die 3. Ja, werden nochmal 3 mit minus 1. Also da würde ich die fast in den Nahkampf rennen lassen und dir das eine Ding geben, dass die plus 1 auf Hit kriegt. Dann auf die 3, minus 1 einen Schaden. 20 Attacken. Ja, aber gut. Dafür ist er eigentlich auch nicht gedacht. Ne? Nee. Was halt ganz cool ist, sie kommt jetzt, warum sie auch wichtiger geworden ist, es werden jetzt auch wieder viel mehr Leute Spider Remnants spielen und wenn sie in vollständig in 16 um Spider Remnants darf man vom Bonuswürfel von 1 wiederholen.
So, ein 20er Block Spike Variance kostet nur noch 200 Punkte. Das ist ja eigentlich nichts für 20 Modelle. Oh. Die chargen, Trefferwürfe von 1 wiederholen. Auf die 3. Da werden, angenommen, 20 kommt durch. Das sind ja mehr. Die chargen auf die 3. 1er rerollen. Da ist noch einer. Jo, da ist einer aus. So, und die verwunden auf die 3. Und Creature steht in 12. Auf die 3. 1er rerollen. Das war jetzt mal 3, 6, 10, 15 von 20. Nicht schlecht. Ja. Und das Schöne ist, bei Revenants haben nicht nur eine Attacke, die haben, können wir mal ganz kurz überschlagen, 3 pro Typ. Das heißt 60 Würfen. Ne? Es kommen auch nicht alle dran, aber da geht schon einiges. Man braucht mehr Spike Revenants. Ja. Da sind wir wieder beim wirtschaftlichen Aspekt. Und wie viel hast du? Ich hab 10. Wie viel hast du? 15. Oh. Ja. Zusammen klappt's. Richtig. Ist nicht verkehrt. Ich habe auch nur 10. Halt, ich habe auch nur 10. Ich habe sie, genau. Ich habe ja, der Lukas-Box, ne, vom Warmflug. Genau, auch nur 10. Oh, wei. Das heißt, ich muss schon noch welche bestellen. Nee. Naja. Spirit of Sutu. Was die richtig krass verändert hat, ist das Stampfen. Stampfen war vorher auf die 4 plus minus ein Hit. Und jetzt? Welcome to Slaanesh. Auf die 4 plus greift die Einheit als letztes an. Finde ich auch mega gut. Wenn es alle haben, ist es nicht mehr okay. Das haben sie so gut gemacht. Und was sie auch richtig gut gemacht haben, oder was heißt, sie haben es, ich weiß nicht, ob es gut ist oder geändert haben. Vorher konntest du fehlen, ein Modell töten, verbleibenden Wundswert, würfelst du über den, über den Wert. Stört das Modell, haben sie jetzt nicht mehr gemacht, sie haben jetzt eine Attacke und ist das ein Hitwurf von 6, gibt es W6 tödliche. Finde ich auch ganz cool, aber... Ist bei jedem sechsten Schlag. Ja. Aber ist einer zweimal. Ja, das ist nicht schlecht. Also ich mag das mit diesen tödlichen nicht, es geht so viel in Richtung tödlich. Ja, das ist, aber es ist halt ein Zusatz, ne? Der Hauptschaden kommt eh vom Schwert. Klar, aber mit den tödlichen, das ist so... Aber manche Einheiten brauchen das. Ja, die meisten spielen alle große Modelle, Dreier Safe, Geistamulett, dass du Rent ignorierst. Mhm. Und da brauchst du manchmal Tödliche. Wenn du das nicht hast, kommst du nicht voran. Das stimmt schon, ja. So, jetzt müssen wir, wenn dieses Modell zu Beginn deiner langen Phase vollständig. Geisterpfade kann ja nicht mehr fehlschlagen. Ja, kann nicht mehr fehlschlagen, können ganz normal durch die Pfade laufen. Vollständig innerhalb von 6 Zoll, innerhalb. Ein Wild und das ist auch anders, ne? Das war früher 3. Ja, 3 innerhalb, jetzt 6 vollständig. Genau. Ja, das ist nicht schlecht, weil wenn ein Missionsziel irgendwie 8,9 Roll weg ist, ja, das geht auf jeden Fall. Ne? Ja. Also du kannst ihn einfach weiter außerhalb aufstellen und kannst vielleicht trotzdem noch ein Missionsziel halten und so. Das auf jeden da ein bisschen Variabilität. Finde ich auch gut. Schwert war ja vorher, wenn du am Wald hast du D3 zusätzliche Attacken bekommen, ist jetzt fest 2. Finde ich gut. Da bin ich auch voll bei dir, was das angeht. Ja. Und was die rausgenommen haben, ist, das ist richtig krass, das haut richtige Listen weg. Dotto konnte ja vorher Alariel schützen. Du konntest ja machen, wenn Alariel Schaden bekommen hat, auf den Dotto umwandeln. Mhm. Und dann hattest du ja den Safe 2 plus 1 und hast die Wunde voll ignoriert. Das haben sie komplett, rausgenommen. Also man merkt, Silberneff war vorher richtig, richtig stark in vielen Sachen, auch weil es ein altes Beton ist, aber das, was richtig krass war, haben sie auch gut genervt jetzt. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, sie sind trotzdem noch gut, aber also diese richtig krassen Sachen, die in den Listen gespielt wurden, haben sie ganz schön angekratzt. Mhm. Das fängt an mit dem 2 plus Safe. Das ist mit der Eichenrüstung da. Genau. Das, ja. Und das geht hier weiter. Tweelord Ancient. Der Ancient, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, der wird seltener auch gespielt jetzt. Ja, kann sein. Kannst du Schutzwürfe wiederholen in den Attacken? Befindlichkeit ist gleich geblieben. Ein Zauberwirken, Erwecken des Waldes ist gleich, Geisterpfade. Stampfen hat das auch wie Dotu, fehlen genauso. Das Waldbeschwören, was vorher auf die 4 plus war, läuft jetzt so ab. Einmal pro Schlacht kannst du es nur noch nutzen, kannst du in deiner Heldenphase ein befreundliches Modell mit dieser Fähigkeit wählen und ein Wald vollständig innerhalb von 18 Zoll und dieses Modell und mehr als 1 Zoll von anderen Modellen, Geländestück oder Ziel deiner Armee hinzufügen. Also du kannst einen neuen Wald von 3 bis 6
vollständig um ihn neu aufstellen. Finde ich besser als vorher. Weil wenn du in der ersten Runde den Ball brauchst, kriegst du. Ja, aber ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mir das 300 Punkte bei ist, nur einmal einen Wald aufzustellen und dann hast du da einen Zauberer, der auch was kann, aber nicht so einen krassen Schaden macht wie ein Dutu oder Alarell, wie die wichtig sein kann, dann ist der Engine nicht mehr so wichtig. Bin ich voll bei dir. Das ist jetzt wahrscheinlich die Daseinsberechtigung von ihm noch, dass du also ich meine, das, was du gesagt hast, das ist schon, das stimmt halt. Das sind 300 Punkte, aber wenn du zwingend jetzt in einem Riesenspiel, du brauchst in der ersten Runde den Wald, denn der ist dir ultra wichtig, dann kriegst du ihn hier noch safe. Also du hast hier, dieses Modell hat halt immer noch diese Möglichkeit mit dem Wald, die halt immer noch priorisiert und besser ist als bei den anderen. Das ist schon okay. Jo, der Tylot, ich weiß jetzt nicht, die Nahkampfwerte weiß ich jetzt nicht auswendig, ob sich da was geändert hat. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Beim Tylot haben sich auch das Stampfen, das Fehlen, Geisterfahne, Zeit und ein Würstchen für Arme. Ein billiger Ancient und ein billiger Dutfu. Ein Würstchen für Arme. Ja, der ist gut, keine Frage, aber er ist halt alles schlechter wie die anderen. Hat nur einen kleinen Mast. Hat nur einen kleinen Mast. Arch Revenant, der neue Held aus der Warnfluchbox. Mega leid. Super. Ich sag, in jeder Liste must have. Absolut. Der ist von deinem Punkt, der kann viel, der kann supporten, der unterstützt deine Armee. Der hat eine Befehlsfähigkeit für einen Zauberer. Ist schnell, kann fliegen. Kann fliegen, ist schnell. Kann deine Cornered Hunters unterstützen für, was kostet der auch? 100 Punkte? Also nicht viel. 100 Punkte, der ist in jeder Armee Pflicht. Das ist ein Archregent wie bei Flash Eaters, ist das hier der Revenant bei den Silvernoff, finde ich. Ja, und er selbst. Vor allem, er macht aber auch Schaden. Ja, also vor allem. Man kann ihn auch einfach so ein bisschen, also man kann ja selbst entscheiden, wie man ihn jetzt so gerade einsetzt. Ne? Zu Beginn der Nahkampfphase, ob er sein Schild zum Schutz einsetzt oder seine Waffe, um zu. Treffer von 1 wiederholen. Off und Death. Das ist richtig gut. Finde ich super. Ne? Also, um da auch ihn nochmal so vielleicht so ein bisschen. Der ist für mich in meiner Liste wieder jedes Mal drin sein. Für 100 Punkte machst du da nichts verkehrt. Trefferwürfe von 1 für dieses Cornered Hunter, was du gesagt hast, mit dieser plus einen Attacke, dann vielleicht auch mal auf so einen großen Block Triaden. Also, da gibt einiges. Ich finde das super. Und wie du schon sagtest, zwei, was sind denn? Das sind 100 Punkte, ne? Drei Attacken auf die 3 minus 2, 2 Schaden flat, top. Ja. Na, also, schon cool. Und dann kann dieses 4 auch noch einmal zuhauen. Jo. Auf die 4, auf die 3, kein Rent, W3 Schaden. Ja. Gut. Jo. Bandwidth haben sie nicht viel verändert. Nur ein bisschen die Reichweiten verändert wegen Holy und sowas. Brand Wraith ist halt immer noch ein wichtiger Faktor wegen Dryadenschwirren, um neue Einheiten zu bekommen. Die ist auch immer, was kostet die? 80? 70? 80? Kostet nicht viel. 80 Punkte. Ja, finde ich ein super wichtiges Modell. Diesen Zauberer für 80 Punkte. Stark, mega gut. Ja. French Witch ist irgendwie immer noch nicht so. Man hat einen Zauberer für 80 Punkte, ich weiß gar nicht, wer das noch hat. Was ist das mit diesem Hochelfenzauberer, den ich da. Der Lawmaster, der ist auch teurer. Also ich weiß gar nicht. Kostet der die 90 nur? Echt? Kostet der nicht? Oder kostet der 120? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die Spellweaver für 100, aber die ist noch billiger, für 80 schon. Und super, super gut. Ich weiß halt nicht, ob ich sie als Alliierte bei Stormcast mitnehmen würde. Da würde ich eher eine Brand Witch mitnehmen für 80 Punkte. Echt? Wie eine Wraith. Ja, weil die Wraith bringt nur was, wenn du auch Wälder hast. Da kriegt die zum Beispiel minus einen Hit, wenn du drauf schießt und sowas. Ach so, ja, stimmt, klar. Ja, ja, ja. Okay. Und du kannst ja auch nur Dryaden beschwören, wenn du einen Wald hast. Ja, 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 eben. Die Brand Witch für 80 Punkte als Alliierte ist auf jeden Fall besser, wenn man mal einen Zauberer braucht für billiges Geld bei Stormcast zum Beispiel. Yiltiari Wächter ist von der Shadespire, weiß ich nicht. Die sind immer jetzt jederzeit in den Battletown drin, ob die was bringen. Ich finde sie immer zu teuer. Und was können die denn? Also die können Fähigkeiten, aber sie können supporten nicht deine Armee und deswegen. Für Attacken dieses Modells darfst du Verwundungen von 1 wiederholen beim Yiltiari. Yiltiari ist ein Zauberer, kann den Heldenfall, blablabla, ja. Lebensentzug, Wechser, ja. Yiltiari kostet nur 80 Punkte. Das ist auf die 5. Also, auf die 6, auf die 5 plus gewählte Einheit eine tödliche Verwundung. Das ist ein Schwachsinn. Ist nur so für so ein Fun-Spiel. Machen wir mal so. Three Hernets. Halt jo, gut aussehen sind fast mit die Best. Muss man ja wieder mal sagen. Three Hernets. Da
haben sie geändert. Die Flöte kannst du jetzt, in der Einheit kann eine Flöte tragen, zu dem Beginn der Endphase kann eine, wenn man die Geister ran tut, sie dich, entfernen sie und stellen sie im Lieblingsort. Die Flöte haben sie jetzt geändert, war vorher an den Schlachtfeldkanten, ist jetzt komplett auf dem Spielfeld. Also war Schlachtfeldkante oder Wald, ist jetzt aber komplett auf dem Spielfeld. Also ist Liebiger. In meinen Augen noch besser geworden. Ja, also dieses, ich meine, das hat sie ja früher, waren sie ja auch oft, glaube ich, zum Missionsziel erhalten da und sowas. Ja, und neu einnehmen und hin und her porten die ganze Zeit, jetzt ist es noch krasser. Super. Ja. Die halten zwar nichts aus, Nahkampf sind sie gar nicht so schlecht. Zwei Attacken auf die 4, ja. Auf die 3 minus 1, ein Schaden mit der Klebe, 2. Ja. 30 Stück, wer da nur 30 Leben für 420 Punkte, sowas würde ich zum Beispiel gar nicht anfangen. Also das finde ich, das lohnt sich, 420 Punkte für 30 Leben, nee. Hm. Da finde ich die Spikes 20 Stück für 200 viel, viel krasser. Ja, die sind echt Wahnsinn, ne? Ja, kommen wir zu jetzt Spider-Mans, für mich die großen Gewinner der normalen Einheiten bei Silvernef. 3 Attacken, 3+, 3+, kein Wert, 1 Schaden. Kosten nur 60 Punkte, 20 kriegen den Massenbonus auf 200, also ich werde auf jeden Fall einen 20er Block, wenn ich die spiele, immer spielen. Das ist nichts, 20 Modelle für 200 Punkte. Und die Tarei-Attacken haben. Das ist schon heftig, das stimmt. Ja, fallen zwar auch schnell, aber die geben auch noch einen Bravery-Debuff. Also ich finde die nicht schlecht, die kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ja. Cornered Hunters. Cornered Hunters haben sie die Schwerte verbessert, und zwar machen die beim unmodifizierten Verwundungswurf von 6 zusätzlich eine tödliche. Das ist guter netter Burstschaden, der noch dazu kommt. Mhm. Mir haben die Schwerter auch sonst eigentlich auch ganz gut gefallen, weil wenn man nicht so starken Rent braucht, sind die immer besser, weil aus einem mehr Attacke flappt immer 2 Schaden. War das schon immer? Das war schon immer so. Ach, bei den Sensen war es W3, ne? Genau. Ah, Sensen sind mehr random und haben aber dafür Rent minus 2. Ja. Schlingendorn-Dickicht ist gleich geblieben. Hm. Sie sind immer von Befehlsfähigkeiten immer in Sicht, ist auch geblieben. Das ist auch geil. Ja, das ist mega super. Stark. Vor allen Dingen kannst du ja dann von den Cornerhand das messen. Also die genau, Cornerhand stehen hier steht dein Typi, wir machen die Befehlsfähigkeiten, dann zieht die ja hier in 12 Zoll. Finde ich auch super. Also es war damals schon gut, das jetzt immer noch. Also macht diese ohnehin schon teure Einheit wirklich nochmal ein bisschen wertvoller in anderen Phasen des Spiels. Ne? Auf jeden Fall. Cornerhand mit Böhm bin ich halt nicht so ein Freund davon, weil ich auch nicht immer so gut würfeln, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Das liegt ja eher an mir, nicht an den Bögen. Und durch den Arch-Revenants werden sie natürlich jetzt auch wieder besser. Ich finde das halt einfach, wenn man da so einen Dreier-Trupp, ich finde die haben sich, ich war ja früher, bevor ich die angefangen habe, ich wollte ja unbedingt alle haben mit Bögen. Ich wollte am liebsten 6-9 Stück mit Bögen hinstellen. Jetzt hast du da 3 Stück auf die 4. Und 4 Stück. Gar nicht verkehrt. 4 und jetzt müssen wir mal ganz kurz, weil der Wurf gerade war, schießt du auf den Held, der 3 Zoll um eine Einheit hat, kriegst du minus 1 Hit, dann treffen die nur auf die 5, dann hast du nur einen getroffen. Für 200 Punkte. Ja, das ist. Weil Pedi hat überlegt, ach, ich nehme die mit zum Heldenkill. Dann lieber Stormcast. Ich sag so, ja, ist cool, aber wenn du auf den Helden schießt, triffst du nur auf die 5. Das ist mega schlecht, in meinen Augen. Die 3 musst du ja auch noch verwunden. Ja, gut, das wären jetzt. 2W3 werden das mit Red minus 1. Ist ja auch nur minus 1. Ich finde das auch. Und dann W3, dann geht's wieder los. 1, 2, 3, 4 Schaden. Ja, jawohl. Da kommt es halt aufs Würfel an. Ne? Ja. Sensen. Wie immer noch. Welt minus 2, das macht so viel aus bei vielen Armeen. Da ist halt der Schaden ziemlich random. Muss man ja wirklich sagen, kann 1 bis 3, das kann richtig viel Schaden sein. Kann. Aber es ist halt ein Durchschnitt von 2. Triaden haben sie, was bei den Triaden richtig merken wirst, ist, war ja vorher, dass ein Modell innerhalb von 3 Zoll und ein Wald war minus 1 Hit, ist jetzt vollständig in 6. Ne? Die Einheit muss vollständig in 6 sein, dass die Gegner minus 1 Hit bekommen. Das ist auch oha. Ja. Das ist hart. Ist schwer. Das werden die Triaden gewaltig merken. Sie, ich hab mir so viele Triaden zusammengebaut. Das ist ja trotzdem nicht schlimm. Ja gut, aber es geht halt eher so, also ich sag mal, 2x20 Spike Revenants sind jetzt auch nicht schlecht. Nee, das ist auch nicht schlecht. Das heißt nur Geld in die Hand nehmen, das ist das Problem. 2x20 werden schon, oder zumindest einmal 20. Einmal 20, einmal 30 Triaden, einmal 5 True Revenants. Das wird so meine erste grobe Battleline-Aufstellung.
die 5 zum Porten, 20 mit Schaden zu machen, die 30, um irgendwas zu blocken oder zu schützen. So, das ist so meine Variante. Gut, dass ich habe mich so auf diese Triaden gestürzt, weil ich unbedingt 100 Triaden haben wollte. Ja, aber das kannst du ja machen. Ja. Du kannst trotzdem ja viele Triaden spielen. Ja, ist trotzdem. Ja, gut, aber gut. Naja, das war jetzt. Ja, zu guter Letzt, Endless Zauber. Da bin ich jetzt gespannt, ich kenne sie gar nicht. Echt nicht? So, dann hau mal raus. Ja. Der Wurm, nachdem dieses man beschwört es auf die 7, dann bewegt man es. Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, wirf ein Würfel für jede Einheit innerhalb von 1 Zoll. Bei einer 3 plus erhält die Einheit W3 tödliche. Silvernerf ist nicht begriffen, also sie macht Schaden. Nachdem dieses Modell sich bewegt hat, wirf ein Würfel für jede Silvernerf-Einheit vollständig innerhalb von 6 Zoll um dieses Modell. Heile bei einer 3 plus W3 Wunden. Also es kann Heilung oder Schaden sein. Mhm. Ist nicht, wenn man Punkte übrig hat, ist es nicht verkehrt. Was kostet das Ding? Der Wurm kostet 30, ist der billigste von allen. Ah, okay, das ist ja nichts. Nö, also das ist ein netter Effekt, wenn du zum Beispiel mit Dodo mal wieder heim willst. W3 ist W3. Mhm. Der Schwarm, Zauberwert 7. 50 Punkte. 50 Punkte, Zauberwert 7, vollständig in 12 wird aufgestellt. Am Ende der Heldenphase kann der Spieler, der dieses Modell aufgestellt hat, sofern er sich noch nicht auf dem Schlachtfeld befindet, einen der folgenden Effekte wählen und dieser Effekt sofort abhandeln. Dieselbe Einheit kann nicht mehr als einmal pro Heldenphase gewählt werden, um von dieser Fähigkeit betroffen zu werden. Es gibt zum Beispiel Gift des Lebens, wirf einen Würfel für jede silberne Einheit vollständig innerhalb von 8 Zoll um dieses Modell. Addiere bei 2 plus bis zum Ende des Zuges 3 auf die normalen Bewegungen und Angriffsbewegungen. Das ist mächtig stark. Also ist das der Schwarm? Ich dachte, das wäre der Baum. Nee, das ist der Schwarm. Der Schwarm ist das. Plus 3, warte mal. Am Ende der Heldenphase kann der Spieler 3 Move und 3 Angriff. Wo musst du es aufstellen innerhalb von 12 Zoll um den Zauberer? Und 8 Zoll ist der, Entschuldigung, um 8 Zoll ist die, glaube ich, die Range. Das heißt jetzt, wenn du relativ weit vorne bist, stellst du den vorne auf, dann könntest du so eine Einheit porten oder neu aufstellen mit dem einen Bataillon-Dings da oder mit dem, Geisterfahrt oder so. Ja, zum Beispiel. Oder so. Und dann kriegst du einfach mal plus 3 auf den Charge. Ja. Also 6. Oder du, das Ding steht hier. Du bewegst dich dann dahin und dann geht's voll. Das geht ja auch. Ja. Sowas. Und ich sag mal, eine 6 im Charge, das kriegst du immer irgendwie hin, ne? Also, ja. Wissen wir ja alle. Das ist jetzt nicht geklappt. Das ist geklappt. Ja, das ist geklappt. Aber das ist schon mal cool. Auf jeden Fall. Die zweite Variante wäre das Schwarmschild. Wirf einen Würfel für jede Silvernef-Einheit vollständig innerhalb von 8 Zoll um dieses Modell. Bei einer 2 plus haben sie ein Mystic Schild. Das ist nicht schlecht. 50 Punkte, das Ding. Jetzt, ja. Das Ding kostet, glaube ich, jetzt 40, der Baum. Jo, der Baum, Zauberwert 6. 6 Zoll um den Zaubernden. Wenn du dies aufgestellt hast, kannst du dich nur 8 Zoll bewegen und es kann fliegen. Wenn eine Einheit innerhalb von 3 Zoll um diese Modelle mit dieser Fähigkeit einen Kampfschwung-Test misslingt, addierst du W3 zu dem fliegenden Modell. Ist nicht verkehrt, aber was kostet das Ding? 40. 40? Würde ich eher lieber den Command Point mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, für 50 Punkte. Mhm. Aber er hat noch Wirbelwurzel, nachdem sich dieses Modell bewegt hat, erleidet jede Einheit, über die sie sich bewegt hat, W3 tödliche oder W6 tödliche, wenn die jeweilige Einheit sich außerdem innerhalb von 3 Zoll um den Baum befindet. Das tödlicher Schaden, okay. 40 Punkte. Nicht schlecht, oder? Ja. Also wie weit kann sich das Ding bewegen? 8 Zoll, als wird der Held zaubert es, 6 Zoll und dann kann es sich nochmal 8 Zoll bewegen. Also hast du von einem 14er Move, einen 13er, weil du musst ja auch noch drüber fliegen, oder? Ja gut, du kannst ja. einfach zack, zack. Genau, aber du brauchst ja mindestens 1 Zoll. 1 Zoll hin und wieder zurück, wenigstens zum Landen. Ja, aber dann, wenn du jetzt 8 Zoll hast, ne? Also stehst du stehst jetzt 3 entfernt. Ja, dann geht's natürlich. Ja, also, aber okay. Am Wald macht es halt guten Schaden. Ne? W6 Tödliche kann natürlich ordentlich rumsen. Und die Gegner kommen ja jetzt gerne in den Wald. Ja, das stimmt. Ist ja so. Ja, Verbündete. Wir machen mal ganz kurz einen Cut, weil sonst schaltet die Kamera nicht wieder ab. Machen wir. Weiter geht's.
Jo, am Ende. Zeit, warum? Letzte Seite, Punkte. Wie ich schon gesagt hatte, war Archon Revenant für 100 Punkte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Zauberer für 80 Punkte für einen Zauberer ist sehr, sehr billig. Der Treelord 200 ist geblieben. Alariel ist 60 Punkte hoch. Treacher ist, glaube ich, hat 280 gekostet, ist 40 hoch, haben sie auch verbessert. Duto ist billiger geworden. Warum auch immer? Weiß ich nicht. Hat 360 oder was? Ja, ich glaube, der 360 kostet jetzt 340 nur noch, 20 runter. Boah! Conan hat das 200. Bögen hätte ich mir gedacht, es gehen sie ein bisschen runter auf 180 wieder, wie es mal am Anfang war. Leider nicht. Spike Revenants habe ich ja gesagt, große Gewinner für mich für 60 Punkte und 200 für 20. Tree Revenants 80, auch nicht verkehrt. Wälder kosten natürlich nichts. Zum Verbündeten, man kann Dispossessed mitnehmen, nur wenn man die Richtung Eisenrinde spielt. Steht extra drin. Und, ach so, und okay. Fire Slayers genauso. Als weitere Verbündete gibt es noch die Wanderers, die Wasserelfen, die Deepkin und Stormcast Eternals bieten. Hm. Was sagst du zu dem Buch jetzt ungefähr? Das passt nur, wenn General Eisenrinde ist. Wenn du die Lichtung Eisenrinde spielst, kannst du die erstellen. Fire Slayers nur, wenn Eisenrinde und alle in Deepkin, Stormcast und Wanderers einfach so. Jo. Okay. Ja, okay. Das ist gut. Ja, Fazit vom Buch. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie sich auf Turnieren schlagen, wie die ersten Spiele sind, wie die Ergebnisse sind, wie viele Wälder man bestören kann, was so der Schnitt ist, was braucht man. Braucht man wirklich immer 6, braucht man nur 3. Die Spielmechanik wird sich einiges ändern. Das Movement, also die Mobilität, glaube ich schon, dass die trotzdem noch gut bleiben. Also ich finde irgendwie so... Und man kann entscheiden, spiele ich sie defensiver oder spiele ich sie wirklich mal jetzt offensiv und gebe Vollgas. Ich komme aus dem Wald mit plus 3 auf den Charge und Vollgas da rein mit 2 Einheiten. Reibt da was anderes auf. Also ich glaube, irgendwie so diese Wälder spielen vielleicht jetzt gar nicht mehr so eine Riesenrolle. Klar, also man hat natürlich, ja, das ist eine Einheit, aber man hat auch die Möglichkeit, Einheiten aufzustellen oder neu aufzustellen. Ohne die Wälder. Ja. Klar, das mit den Zaubern, Wald erwecken, das ist jetzt gut, das ist vielleicht auch, hat auch einen größeren Sinn, aber ich glaube, so der große Fokus wird darauf liegen, dass Durtus bis zur Hölle gepimpt werden. Das ist eine Möglichkeit, ja. Oder Curlet Hunter mit Arc Revenants, also dass du da irgendwo diese neuen Synergien einfach nutzt jetzt, um den Arc Revenant, vielleicht ein Arc Revenant mit Curlet Hunter zusammen oder mit großen Einheiten Spike Revenants. Ja, und mit vielen Attacken drauf und Feuer. Ja, und einen gepimpten Durtu dazu, Spirit. Weiß ich nicht. Aber ich finde es, also ich finde es auch aufgrund der Änderungen jetzt oder auch trotz der Änderungen, ich finde das Buch gut. Ja, ich finde es gut, auch gut. Sie werden anspruchsvoller auf jeden Fall, glaube ich, mit den Holy. Und mit dem durch die Wälder zwischen hin und her mit mehreren Einheiten, das funktioniert nicht mehr. Das wird ganz schön beeinträchtigt sein. Also ich bin ja, das Schöne ist ja, dass ich das jetzt aus Sicht eines Spielers erklären kann, der ja, ich habe ja zu dir gesagt, klar, ich werde AOS definitiv dann spielen, aber nur noch fix erstmal mit einer Armee. Mit Dinos bleibe ich erstmal weg. Und ja, ich wollte mich voll auf die Sylvaness konzentrieren. Aber ja, ich glaube, dass das jetzt auch absolut nötig ist, ja, für jemanden, der jetzt noch voll gar nicht in AOS richtig drin ist. Ja. Weil du musst jetzt im Vorfeld schon echt alles durchplanen. Du musst genau wissen, welche Einheit ist jetzt wo Holy Within, ja, und wie setze ich was ein, wann versuche ich was. Und es wird anspruchsvoller, wie vorher. Vorher schwer zu meistern. Es hat Fehler von, ich finde, die Armee hat am Anfang sehr viele Fehler, hat die verziehen. Das ist jetzt, das hast du immer gesagt, das war so, ne? Also es war ja auch irgendwie so. Autowin. Ja, Autowin war es nicht, aber die hat durch ihre Mobilität sehr, sehr viel weggemacht. Die haben sehr viel reingeholt, wenn du Spielfehler gemacht hast oder sowas, oder ein falsches Positioning oder was weiß ich, aber die hat viel reingeholt durch die, du konntest dann auf einmal von hier nach da und ach, auf einmal hast du das wieder und sowas. Mhm. Jetzt musst du halt wirklich genau überlegen, was mache ich, wer kann porten, wer steht nah am Wald, welche Einheit soll geportet werden. Also es ist nicht mehr ganz so
Oh, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Das ist halt nicht mehr so. Ah, jetzt glocke ich das mal, baue da hier eine Linie ab dem Wald bis, genau, bis hier. Ich gehe aus dem Wald raus, komme den raus und stelle hier die Wand. Das ist halt nicht mehr. Das geht nicht mehr, finde es aber auch gut. Das macht die Armee noch interessanter in meinen Augen. Vom Designtechnischen ist die sowieso einer der besten. Finde ich auch. Also ich freue mich da auch drauf. Ich werde mich jetzt echt, das ist jetzt ein Grund, sich da ein bisschen reinzufuchsen in diese ganze Geschichte und freue mich da auch drauf und bin wirklich gespannt. Und ich sag mal so, beim Spiel wird sich ja dann sowieso ergeben, was jetzt geil ist, was Spaß macht. Ja. Und ne, also du wirst ja im Spiel dann auch wieder viele neue Möglichkeiten nochmal vielleicht entdecken. Ja. Und weiß nicht, ich würde sagen, wir sprechen uns dann in relativ kurzer Zeit, wo wir dann die Bäume mal aufs Feld bringen. Ja, so machen wir es. Und ja, haben wir noch was? Abschließende Worte. Heute, wenn ihr das Video guckt, das ist nämlich heute, verspreche ich euch, um 0.01 Uhr rausgekommen. Echt? Wenn das Ding hier auch erscheint, ganz sicher. Und heute ist unser Turnier. Alter, Zeitsprung. Ist das geil. Heute ist unser Turnier. Also wenn ihr das jetzt guckt. Ja, ich weiß. Wie viele Teilnehmer? 42. Bis jetzt hat auch keiner abgesagt. Also Stand jetzt nach dem Video 42. Das haben wir jetzt vor kurzem 4 Stück abgesagt, leider. Wir sind aber trotzdem zufrieden. 42, da krass. Kann. Größte AOS-Turnier Deutschland? Größte AOS-Turnier Deutschland. Wir haben viele neue Sachen, bringen wir rein. Viele, viele neue Sachen. Neues Gelände, neue Matten. Ja. Das wird richtig gut. Ja, wird ein cooler Tag. Und es gibt natürlich auch für euch wieder einen Turnierreport von der ganzen Geschichte. Und wir versuchen das auch wieder gewohnt schön für euch zu begleiten oder dass ihr uns begleiten könnt während des Turniertags. Also ich werde mich da wieder den ganzen Tag ums Filmen kümmern. Spielst du? Nein? Nein, ich mache Orga-Interviews. Ich gebe diesmal Vollgas. Das heißt, wir sind wieder wie beim 40k-Turnier, wir sind ja wieder Interview-Team. Ja, nur einmal Rollentausch. Ganz genau. Das wird richtig cool. Glaube ich auch. Und da überlegen wir uns auch noch ein paar schöne Sachen, wie wir das jetzt genau machen und so. Also wir versuchen euch da wirklich bestmöglichen Einblick in diese Turnierszene von AOS zu geben. Und ja, das dazu. Also ich freue mich. Ihr könnt euch auch freuen. Wir freuen uns alle riesig. Und ja, falls ihr 40k-Spieler seid, wir haben auch am 3.8. genau, noch ein 40k-Turnier. Da sind auch noch ein paar Plätze frei. Ja, wäre richtig cool, wenn da noch welche kommen würden. Genau, also es ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil am ersten Wochenende des Monats, glaube ich, in Bedburg immer so ein Schanzenkloppe stattfindet. Das ist ein sehr beliebter Anlaufpunkt, wo wir natürlich auch noch hinkommen werden mal. Aber ja, das ist halt, machen wir in Zukunft auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch an. Den Link haue ich auch einfach mal unten in die Beschreibung rein. Ja, das 40k muss ja auch erstmal wachsen. Das ist auch unser zweites Turnier. Wir sind ja auch im 40k noch nicht ganz so bekannt. Nee, vor allem müssen wir mal anfangen rumzufahren. Genau, ne? Das ist ja eh das Wichtigste, glaube ich, um Leute kennenzulernen. So haben wir auch alles kennengelernt, die Leute. Ich glaube, wenn wir nicht rumfahren würden, wären nicht mal die Hälfte bei uns für immer. Also den Kassen. Aber da fangen wir ja auch mit an. Weil am 17. nächsten Monat ist ja, fahren wir ja in die Höhle des Löwen. Ja, da bin ich richtig gespannt. Haben alle gesagt, wir freuen uns auf ein paar coole Typen mit lockeren Spielen und alles easy. Dann geht's richtig rund. Das weiß ich. Ist das so? Da bin ich auf die Ergebnisse richtig gespannt. Da will ich euch richtig nerven, das sage ich euch. Wieso? Ja, das interessiert mich wirklich, wie ihr da abschneidet, wieso da die Leute sind. Nicht gut. Ach, warte das mal ab. Vielleicht wollte einer den da überraschen. Guck mal. Gerade mit der Armee, mit der ich da hinfahren will. Was fährst du denn dann? Drukarios? Ah, nee, hat nicht, ne? Nein, Drukari. Echt, du fährst mit der Drukari da? Klar. Uiuiui. Bemalt? Nein, Mann, ich muss mit Admec fahren. Ich hab gerade gekriegt und ich fertig. Ja, knapp bemalt. Ich habe ja keine Lust drauf, 8000 Punkte abzuziehen. Nein? Hm? Nein, dabei? Das geht nicht. Nein. Aspilica 1250 getrennt, meinst du? Nix will ich auch nicht. Gibt's das aber? Nein, ja, bei 1250 geht das nicht. Das ist eher Kleingemüse, ne? Hm? Das ist eher Kleingemüse, ne? Ja, keine Einheit doppelt bei vielen Sachen. Also, das ist halt, ne? Ja. Geht da ein Riptide? Und sowas? Das geht, ja. Tauche man da? Einer. Das geht. Ja, da sind ein paar Tau-Leute. Ja, ja. Ja, wir fahren jetzt zu fünft hin, gucken wir mal. Wir freuen uns drauf, einfach die Szene mal kennenzulernen und so nach Gelsenkirchen. Da bin ich richtig gespannt. Grinst dich aber schon an.
Wir freuen uns. Ja, ich mich auch. Auf das System freue ich mich nicht mehr. 1250 ASPLK spiele ich gar nicht mehr gern. Echt nicht? Irgendwie. Also so hier so im heimischen Ding macht das schon mal Spaß. Wegen der Punktzahl aus? Nee, wegen der Einheitauswahl. Also ich bin vor allem auch mit dem ITC bin ich einfach, obwohl man das eigentlich immer abschreckend fand, dass man sagt, man kann da auch Sachen spammen und diese ganzen fiesen Sachen mit reinnehmen, aber bei allen ITC-Aspellika-Spielen, die ich bis jetzt gemacht habe, ich habe noch nie so knappe Spiele gehabt. Letztes Spiel wieder 23-24 ausgegangen. Ja. Alles ja. Über 6 Runden. Ich habe noch kein ITC-Spiel gehabt, das nach 2 oder 3 Runden entschieden war. Niemals. Und das ist halt krass. Und du hast trotzdem die Möglichkeit, einfach so mal eine Einheit doppelt zu nehmen und so. Ne? Also ich finde das schon cool. Aber auch das wird witzig. Egal. Das wird cool. Ja. Spielt Bäumchen, die sind cool. Und kauft euch neue Wälder und Spider Revenants. Ja, voll. Und Durtus. Ne? Und Durtus. Und Spider Revenants. Und Würmer. Genau. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir hören uns dann vom Report spätestens. Müssen wir auch bald machen, ja. Stimmt. Ja. Aber egal. Bis bald. Ciao.